Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu The Division 2. Es war wieder Zeit für ein Update. Eine neue Version ist da. Das Ganze ist das sogenannte Title Update 3.1. 3.1 bedeutet, wir wissen das alle, nicht allzu viel richtig. Natürlich sind die Neuerungen gering. The Division selber wurde angehoben damit auf die Version 1.08. Der Download ist auf der PS4 1,4 GB groß. Die anderen Plattformen muss ich euch dort momentan schuldig bleiben, aber ich denke mal, dass die ähnlich geartet sein werden von der Größe. Und wenn ich sage, es ist nicht viel drin, dann stimmt das so nicht richtig. Natürlich gibt es eine ganze Menge Bugfixes, aber es gibt auch Änderungen, die hoffentlich viele Spieler glücklich machen. Denn gerade in der letzten Zeit hatte ich wieder so viele Nachfragen und so viele Leute mit Problemen bei, richtig, den Huntern. Die Hunter irgendwie eigentlich ja seit Start des Spiels, sage ich ja, möchten die nicht so richtig funktionieren. Aber schauen wir einfach mal jetzt ganz genau rein, was ist drin. Denn es gibt nämlich noch eine feine kleine Änderung oder besser gesagt, ne, ja, sag ich mal, eine Reparatur des PvPs. Das haben wir auch natürlich. Generell gibt es einen besseren Fondsize auf der Megamap. Also, ja, ne, einfach, der Fond ist größer, kleiner. Ich weiß es gerade gar nicht, ob der jetzt wie der vorher war. Muss ich ganz offen sagen, ne. Und es gibt die Möglichkeit, jetzt die Caches und die Collectibles, also die Sammelobjekte, seht ihr jetzt besser. Sie sind auffälliger in der Welt verteilt. Vorher musste man ja gerade, sag ich mal, bei diesen Rucksackanhängern wirklich mehr als einmal hinschauen, wo die Dinger sich ganz genau befinden. Die sind jetzt besser sichtbar, ganz genau wie halt natürlich auch die entsprechenden Fraktionskisten besser zu sehen sein sollen. Genauso gab es dann auch Probleme mit dem Loot-Tutorial am Anfang des Spiels, was irgendwie nicht erschienen ist. Und einige Sachen dann natürlich in irgendwelchen Missionen, wo es Probleme gab. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Wichtigsten, was jeden Spieler, der nicht nur PvP macht, interessieren sollte. Denn die Hunter-Masken und Ivory-Keys wurden gefixt. Das heißt, da gab es ja immer Probleme, dass man Hunter umgehauen hat und sie haben keinen Schlüssel gedroppt. Und ja, dann hat man dicke Backen gemacht und das war's. Und egal, also man hat alles richtig gemacht, es kam kein Drop. Das soll gefixt sein. Aber nicht nur das, weil natürlich, ihr habt jetzt schon eure Hunter gemacht. Alle irgendwie 25 Mal in der Hoffnung, dass irgendwie was droppt oder so. Und das soll jetzt halt auch auf alle Fälle korrigiert sein. Das bedeutet also, ihr könnt die Hunter immer wieder neu machen und die Masken sammeln und natürlich auch die Schlüssel sammeln, die euch momentan aktuell fehlen. Es soll also keinerlei Problem sein. Ihr müsst also nicht mehr unbedingt in das Spiel eines Freundes rein, sondern könnt das ganz normal in eurem Spiel machen. Einfach den Hunter neu starten. Ihr wisst ja, oh Gott, die Voraussetzungen, da habe ich ja meine Videos auf alle Fälle dafür. Und dann soll das hoffentlich mal endlich ein Ende nehmen mit dem Problem. Schreibt mir das unbedingt auf alle Fälle unten rein, wenn ihr zu den Spielern gehört, die halt, ja, nicht ihre Ivory Keys bekommen haben oder halt nicht ihre Masken bekommen haben oder die Hunter nicht gespawnt sind, obwohl man alles richtig gemacht hat und man sich dachte, verflucht nochmal, wieso geht das nicht? Schreibt es mir wieder unten rein, ob die Sache jetzt funktioniert. Das wäre wirklich, wirklich richtig super Sahne. Und dann kommen wir jetzt natürlich zu einer großen, großen, dicken, fetten Neuerung für den PvP. Und zwar gab es dort einen Glitch, der hat dafür gesorgt, dass ihr auf den normalisierten Werten einen extrem hohen Rüstungswert erhalten habt. Ja, ne, dicke, fette Rüstung bedeutet, ne, wenig Schaden bekommen. Und wenn man dann so einen Glitcher, nenne ich ihn jetzt einfach mal, vor der Nase hatte und dort eine MG-Salve nach der nächsten reingejagt hat, dann wurde man irgendwann sauer, wenn sich dem sein Lebensbalken nicht adäquat dann auch verringerte. Das soll jetzt ebenso behoben sein, also dieser Glitch mit den, ja, absolut übertriebenen Rüstungswerten soll auch Geschichte sein. Ja, ansonsten haben wir natürlich dann noch so Sachen, was weiß ich, die NPCs sind jetzt auch, ja, nochmal so ein klein wenig, ja, mehr Ruhe haben sie bekommen, sagen wir es mal so. Die sollen euch weniger flankieren, weniger oft. Das war momentan auch immer noch so, dass das wohl übertrieben war, wie sich dort die NPCs verhalten haben. Kann ich jetzt persönlich, muss ich sagen, so nicht nachvollziehen. Aber gut, wenn die Entwickler sagen, die haben zu oft flankiert, dann haben sie es ihnen jetzt auf alle Fälle abgewöhnt. Und das war es schon bereits. Also mehr ist nicht drin im Patch 1.08. Wie gesagt,
ist ja auch nur ein kleines Teil-Update. Teil-Update 4 kommt ja noch und bis dahin gibt es natürlich erstmal halt ja das Fixen von Fehlern und ich hoffe gerade bei den Huntern, dass sie hier die Sache endlich in den Griff bekommen haben. Da drücke ich echt sowas die Daumen. Euch allen da draußen, die noch Huntermasken brauchen, meine Daumen sind gedrückt für euch, dass das jetzt funktioniert. Und ja, das war's hier von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video liked. Einmal den Daumen nach oben drückt, den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn wenn ihr dort auch noch die Glocke aktiv macht, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich verabschiede mich von euch bis dahin und sage so long goodbye. Keep gaming, euer Goodie.